Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Legion 9 und der Mission Die Ritter von Camelot. Bisher haben wir noch keine Ritter von Camelot entdeckt, sondern ausschließlich Seelies. In diesem Fall jetzt mehrere Sommerbrüte und ein Sommerhauptmann noch dazu. Eine Frühlingsbrut ist auch noch dabei zwischendrin. Okay, also gehen wir es an. Wir können mit der unheiligen Kette beginnen. Ich würde sagen, wir nehmen da gleich mal. Achso. Ah, das ist doof. Der steht so weit auseinander, dass ich den. Oh, dass ich hier keinen zweiten connecten kann. Das ist natürlich blöd. Wie sieht es denn aus, wenn ich den nehme? Da können wir gleich den Hauptmann her. Mhm. Ich weiß. Na gut, gute Frage, ne? Was passiert hier mit seinem Steinpanzer? Wirkt der gegen Schaden, den er über die Kette bekommt? Bin mir nicht sicher. Wir gucken mal, dann kriegen wir hier auf beide Schaden. Jawohl. So, jetzt. Nee, er verliert Punkte. Also da, die Kette geht über diese Dinge, weil das scheinbar magischer Schaden dann ist. Gut, den haben wir. Die Sommerbrut könnten wir weitestgehend hier rausnehmen schon, guck mal. 27. Eins. Und Sprung. Ja. Nehmen wir die Anrufung. Und ran an den Speck hier. Einmal. Zweimal und der Scharfrichter reicht nicht. Wollen wir den? Ja, komm, in dem Fall wäre es blöd, wenn wir es nicht machen. Wir nehmen den Schwung oder beziehungsweise wir töten ihn mit dem Scharfrichter. So, den hier oben, 27. Kriegen wir doch auch hier mit einem normalen Schlag noch getötet, oder? Ja. Okay. Ja, pass auf, dann gehen wir hier dem entgegen. Hier gehen wir eins nach vorne und holen uns mal die Klingenwand. Und Messala. Zieht sich ihn hier. So, wegstoßen. Und Distanzangriff. Okay. Also er stirbt schon in der nächsten Runde. Da ist nicht mehr viel zu machen. Ne? Dann geben wir ihm noch das hier. Und dann sind wir durch für den Zug. Also, ach, guck mal, den Sommerritter da, den habe ich irgendwie mal wieder übersehen. Egal, wir holen uns ihn von hinten. Gut, der kann ja nicht weglaufen, ne? Wenn er wegläuft, kriegt er einen Gelegenheitsangriff. Also der muss hier schon am Start bleiben. Und sich gegen uns richten. Wir machen hier. Zack, zack. Machen wir einen Geisterangriff? Ja, machen wir. Und zwar gegen ihn. Das ist ein Rückenstich. Und das ist die Tötung. Und dann können wir uns jetzt um den Hauptmann kümmern. Hm.
wir den raus, nehmen wir den Hauptmann raus. Ja gut, den Hauptmann, den schafft er aber auch alleine, oder? Wir nehmen den raus. Dann hilft Florianus hier. Und hier, und dann ist es im Endeffekt der letzte hier, da unten. Wir drehen ihn, beziehungsweise halt, wir kommen doch direkt ran. Stellen wir uns direkt an ihn ran. Und Merva hilft hier oben. Wir könnten jetzt noch einmal, na wohl, nee, dann verlieren. Das ist in Ordnung so. Beenden. Minus 32. We are not friends anymore. Ja. Ist doch alles wunderbar. Wir fangen mit ihm. Ja, der Wurf ist halt schlecht, ne? Weil es in die Deckung reingeht. Wir laufen. Zwei inklusive Giftschaden. Und jetzt können wir hier schlagen. Ein. Oh, er weicht natürlich aus. Dann gibt es allerdings einen Sprungangriff. Und. I'm rooting for you. Jawohl, nochmal einen. Okay, und hier. Er hat immer noch diese drei Schilde. Aber stirbt jetzt trotzdem, oder? Oder wie ist das? Ja, ein Schild weg. Okay. Schwung. Nehmen wir ihm das zweite Schild. The Imperator is my shield. Wir nehmen ihm das dritte Schild und Gavius kann jetzt normal zuschlagen. Ah, jetzt haut er ab. Was ein Hundling. Schwung und nochmal ein Versuch. Und diesmal haben wir ihn. Okay. I'm immortal. Last Man Standing. Wir haben hier unten leider keinen Schwung möglich. Hier könnten wir es machen. Ja, wieso nicht? Probier was ab. Steht da im Weg. Demons? Where? At your service. So. Ja, jetzt hat er sich selbst gerichtet, indem er uns angegriffen hat. So kann's kommen. Gut, 1500 Gold. Wow. 1500 Gold. Nicht schlecht. So, und dieser Mann hier, ansonsten ist hier nichts, ne? Aber... Mhm. Gut. Also bleiben noch die Ritter der Tafelrunde. Bin gespannt, wen Mordred hier geschickt hat. Ich warte ja immer noch auf Mordred persönlich. Den haben wir noch nicht gefunden. Wir nehmen das Lager. Sind auf 100. Und da geht's rein. Und da warten die Ritter von Camelot. Jetzt ist die Frage, das können wir hier von mehreren Seiten aus angreifen. Eventuell, ich sehe hier... Naja, okay, jetzt bin ich reingelaufen. Egal. Take them one by one. So, wir können unsere Helden aufstellen. Ja, ich hätte hier also auch von der anderen Seite reingehen können. Vermutlich von... Obwohl, nö. Naja, ist egal. Wir stellen auf und gucken uns erstmal an, was die Ritter von Camelot hier haben. Wächter, Schildwache, Wächter. Hier hinten ist... Oh, Sir Tristan. Da ist er. Ein untoter Sir Tristan. Und Lady Isolde. Tristan und Isolde. Schau an, jetzt sind sie am Ende doch noch vereint. Wunderbar. Ist das nicht schön? Dann gehen wir mal hier hin.
Westen hier hin. I know no mercy. Den würde ich mir, glaube ich, ziehen. Mhm. Don't wait for my orders. Gaius geht hier hin. Ja. So starten wir. Und jetzt gucken wir als erstes mal, ob wir hier, wie viel wir hier treffen können. Jawohl, das hatte ich gehofft. 3 Stück. Zack. Und da ist jetzt die Verlangsamung ganz schön. Schaut mal, wie weit er jetzt kommt. Die beiden sind jetzt komplett ausgebremst durch diesen Wurf. Passt schon. Und wir können hier, wir machen mal weiter noch. Zack. So. Hier gehen wir hier hin. Und machen. Jetzt wird sie leider so weit zurückgeschleudert, dass ich sie nicht mehr treffen kann. Aber können ja noch ein Feld laufen. Ha, shit, war das falsche Feld, ne? Naja, egal. Dann hat der Hintere jetzt nichts abbekommen in dem Fall. So. Todesbann. Auf dich. Den auch hier drauf. Damit bist du tot. Wunderbar. Das wollten wir. Und dann nehmen wir dich raus. Mit einem Sprungangriff und einem weiteren Schlag. Mhm. Und können uns jetzt sogar mal hier schon noch vorarbeiten. Und Gavius holt sich diesen Wächter. Schleudert ihn zurück. Und schlägt ihm in den Rücken. Okay. Zug beenden. War ein guter Start. Rauchbombe kommt von Tristan hier und sie macht Inspiration. Sie bufft hier den ganzen Rest. Segen war aber für sich, ne? Glaube ich, 3 Angriffe, die sie. Stop making a mess. We are not friends anymore. Macht Schaden. Ja, wieso stirbt er? Jetzt stirbt er. Gegenangriff. So, ich muss mal ganz kurz. Der Kater schreit sich hier einen ab. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Der wollte unbedingt raus jetzt. Und hat hier ganz schön Action gemacht. So, wo sind wir stehen geblieben? Ja, Gaius Julius Mento ist jetzt hier ganz schön eingebaut. Vor allen Dingen, was macht diese Rauchbombe? Verhüllt. Kann keine Fernkampffähigkeiten verwenden und nicht zum Ziel von Fernkampffähigkeiten werden. Vielen Dank, Tristan. Ist ja eher ein Vorteil für uns, ne? Fernkampf machen wir nicht und wir können keine kassieren. Von daher, wie geht's weiter? Auf der Seite ist aufgeräumt. Machen wir den hier weg. Wir könnten jetzt noch einen. Oder wir verbinden jetzt mal wieder hier welche. Ja komm, nehmen wir doch ihn und einen von den Burschen hier oder den Fernkämpfer. Ja, dann ist er vielleicht weg. Dann können wir jetzt, ja, gehen wir mit einem Geisterangriff ran und noch ein normaler Rückenstich und dann ist er tot und der Fernkämpfer. Oh, scheiße. Jetzt hat er wieder so schnell auf den nächsten Ritter, auf den nächsten Mann gewechselt hier, dass ich mich bewegt habe. Nun denn.
dann gibt's halt hier zwei Rückenstiche und einer ist raus, aber das wollte ich eigentlich nicht. So, jetzt gucken wir mal, was hier besser ist. Kriegen wir den? Schwung und ich gebe ihm noch einen. Ah, das Gift reicht leider nicht aus. 5 bis 6, aber 3 Runden, ne? Dauert halt eine Weile noch, bis er fällt. Na, dann kämpfen wir hier erstmal unser Gefecht, aber wir nehmen das schützende Schild. Okay, Zug beenden. Ein bisschen eine große wirkt noch, aber viel, wirkt noch, aber viel ist es nicht mehr. Sie nimmt einen Heiltrank. Damit sind die Schilde schon wieder weg. Alle 3 aufgebraucht. I know no mercy. Zack. Rückenstich stirbt. Ich meine, wir könnten jetzt gucken, dass sie. Wir könnten ihre Schilde nehmen. Wir stellen hier mal ein Banner auf. Einmal, zweimal und 3-mal. Death is the only way. So, der gibt das Ganze weiter. Und dann bekommt er eine Entweihung. Damit müsste der Schaden jetzt erhöht sein, den Gaius macht. 1-mal, 2-mal, 3-mal reicht's für einen Scharfrichter. Ah nee, weil wir keine Punkte mehr haben, aber ich hau die mal rein. Jetzt reicht es natürlich wieder nicht. Egal. Zug beenden. Ja doch, reicht. Er stirbt. So, Tristan und Isolde sind in Kürze allein. Nehmen wir Isolde erstmal ihre Schilde. Die sind jetzt weg. So. Dann setzen wir nach. Und wir holen uns die Klingen. Also die Seite machen die beiden. Wir gehen mal hier drauf. Tristan weicht aus, den anderen erwischt es allerdings. Und wir können ihn ziehen. Ab wo? Wahrscheinlich müssen wir... Ja, das könnte ein blöder Winkel sein. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich weiß nicht. Doch, klappt jetzt. Komm her, Bursche. Distanz, also den weg und dann müssen wir einmal Schwung holen und machen Distanzangriff. Oh, dem weicht er aus. Schau an. Dann springen wir ihm mit 60 Schaden mit dem Rückenstich. Das ist eine Menge. Und nochmal, jawohl. Okay, haben wir noch was? Ja gut, wir können Schwung machen, könnten nochmal einsetzen hier, warum nicht? Ausgewichen. Zug beenden. Er nimmt einen Heiltrank. Stop making a mess. Boah, und gibt uns erstmal Giftschaden. Sie verfehlt. I'm still here. Hat sich jetzt Segen. Segen waren nicht die Schilde, ne? Was war denn Segen? Bam, 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 bam. Ein Zug lang 30% Nahkampfschaden. Ja gut, okay. Dann musst du erstmal an uns rankommen. Jetzt
holen wir dich, Lady. Gut, bringen wir ihn ran, können wir nächste Runde auch den Herzbohrer machen und hier gehen wir auch ran. Ja, Schwung. Wenn sie schlägt, gibt es durch die Schwerter noch zurück. Also das Thema hier drüben ist erledigt. Und hier ist jetzt einfach nur die große Frage, wie oft kann er ausweichen? Aber dem Todesbann, dem kann er nicht ausweichen, oder? Und dem Geisterangriff von hinten? Dem auch nicht. Gut, bringen wir es zu Ende. Nein, wieder einmal ausgewichen. Jetzt, komm, Schwung. Und er weicht aus. Ah, Mann, frech, der Tristan. I'm still here. Okay, jetzt hatte ich eben gerade Angst, er hätte uns ausgeschaltet, aber er hat sich quasi wieder selbst gerichtet durch die Tatsache, dass er uns geschlagen hat. Und dann kriegen wir jetzt hier noch Isolde. For the Legion. Und damit ist die Mission vollendet. Wir haben hier oben noch eine Kiste. Reliquie des Siegels Jupiter für Rüstungen. Wieder was Goldenes, mal wieder ein Buch. Ja doch, hier. Hier wären wir auch rein. Hier hätte man wahrscheinlich auch reinkommen können. Ja, hier unten wäre auch noch ein Eingang gewesen. Nun denn. Okay, das war's. Wir waren überall, oder? Nee, da hinten könnte noch eine Stelle sein. Wir gehen einmal an diesem Lagerfeuer hier vorbei. Da könnte noch hinten dran was liegen. Ja, tatsächlich. 30 Gold. Also langsam habe ich ein Gespür dafür. Weiß, was das Spiel mir anbietet und was es vor mir verstecken will. Nochmal 27 und das war's. Gut, wir gehen zurück nach Nova Roma. Ihr habt das Lager der Ritter von Camelot zerstört. Es war eine kluge Entscheidung, gegen sie vorzugehen. Von nun an werden sie vorsichtiger sein. Jawohl. 330 Gebäuderessourcen, aber durch das, was man hier notfalls wieder zerlegen kann, wenn es nicht gut genug für uns ist, dürfte der nächste Ausbau in greifbarer Nähe sein. Wir schauen es uns an. Waffen gab es nur grün, das ist überhaupt kein Thema. Wenn, dann ist es das hier, Celestis Siegel. Zu Beginn des Gefechts wird eine Rüstung wiederhergestellt. Einmal pro Zug 3 Bewegungs-AP für einen Zug nach Erleidung eines Treffers und -2 durch Fernkampfangriffe. Nö. Das reizt mich nicht für ihn. Bewegung kostet 33% AP weniger. Nö. Nein. Wir bleiben drauf. Hier könnten wir eventuell. +1 Rüstung. Er hat eine 8er Rüstung dann anstatt 7. Nö. Nein, wir zerlegen's. Nichts dabei, was ich möchte. Hier ist auch nichts Goldenes dabei. Von daher, lasst es uns gleich zerstören, dann haben wir es hinter uns. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, wir kommen nicht ganz auf die 1000. Schade. Schade. Okay, 7439 Gold. Ja, den einen Ausbau, der bleibt uns wahrscheinlich verwehrt, ne? Denn es könnte sein, dass wir vor der letzten Mission stehen. Wir gucken mal. Nein! Eine neue Nebenmission verfügbar. Die flüsternden Grüfte. Und dann wartet Sir Lancelot. Okay,
dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei den flüsternden Grüften in den Thistlewood-Ruinen. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin, Leute, haut da rein. Tschö, tschö.